weiß es nicht. Ich versuch's mal, warte mal. Genau. Ein Spaghetti-Western. Spaghetti. Das sind drei Tische. Und das sind drei Lampen. Das passt doch. Die Leck. Ja, das Witzige ist Ja, jetzt, es kommt nichts. hören tue ich jetzt trotzdem nichts. Ich auch nicht. Song Request. Wenn ich da jetzt bei Streamlabs draufklicke. Passiert nichts. Was? Stunden später.
Schöne Musik. Das gehört der Film auch zu meinen Lieblingsfilmen. Und der lebt ja immer noch, ne, der Terence. Ja. Der hat jetzt auch gerade einen neuen Film gedreht. Mir gerade ein. Da hat er irgendwie den hat er dem Buddy gewidmet, den Film, den er gedreht hat, den neuen. Muss mal gucken, der ist jetzt gerade rausgekommen. Der ist bestimmt in den Himmel gekommen, wenn es einen gibt. Er hatte da auch so Ansichten. Und wenn nicht, dann würde er sich dahin prügeln oder so. Ja, aber ohne Tote halt, ne? Ja, natürlich. Wie Batman. Ja, würde ich halt zwar nicht mal. Mein Name ist Somebody, genau. Zwei Fäuste kehren zurück. Das muss ich auf alle Fälle sehen. Okay. Mal gucken, 2018. Ich finde es so krass, dass das alles italienische Filme sind oder die meisten von denen. Ich meine, die konnten schon Filme machen früher. Zwar meist so Klamauk, aber manchmal auch so schon ein bisschen, also schon auch gesellschaftskritisch oder so. Aber meist Klamauk. Adriano Celentano habe ich auch immer gern gesehen. Aber ja, von dem gibt es auch wirklich ein paar Filme, wo ich mich wegschmeißen kann. Und eigentlich, der war ja so gar kein Schauspieler eigentlich, ne? Der ist doch eigentlich Sänger, der Celentano. Ja, beides, ne? Konnte beides. Konnte beides. Also ich höre den auch gern, immer noch. So, hier bei meinen DJ-Sessions habe ich den oft gespielt. So, Una Festa sui Prati oder ja. Das ist mir jetzt auch als erstes und als einziges eingefallen. Also Azzurro oder so. Hat auch gesungen. Eine italienische Version von Michel, von den Beatles. Soli. Obwohl, ich glaube, das war Umberto. Irgend so ein anderer Italiener. Obwohl Soli ist so ein, auch so ein Volkslied irgendwie. Der sieht immer noch so gut aus, der Terence Hill. Das ist so krass. Ich meine, der ist doch jetzt auch schon ein paar Jahre alt irgendwie. Der muss doch auch an die 70 gehen Auf mittlerweile, ne? jeden, ja. Auf jeden Fall. Naja, okay. Also, er sieht jetzt nicht mehr wie der Jüngste aus, aber es ist schon heftig. Ja, aber er hat dieses Lächeln im Gesicht, die blauen Augen. Das macht schon einiges aus, glaube ich.
Und da hat ja auch was zu lachen. Glaube ich. Adriano Celentano, der ist 80. Wie lebt er ab noch? Voraussichtlich ab 23.08. im Kino. Dann müsste er quasi vielleicht schon laufen. Salutation, das ist auch ein schönes Stück. Schön rockig. Na komm, spielen wir das mal. Aber nicht mit Eros Ramazzotti, was soll das denn? So, die Dead-End-Straße hier oben am Berg ist auch klasse, muss ich sagen. Da kann man sich gemütlich ins Häuschen setzen und mal die Welt einen guten Mann sein lassen. Zigaretten rauchen, Beine baumeln lassen, Bäume beimeln lassen. Bäume baumeln lassen. Genau. Gar nicht so einfach von dem was zu finden bei YouTube hier, obwohl er seinen eigenen Kanal hat. Aber egal. Egal. Hier, pass auf. Also SR und dann lässt du den ganzen Scheiß weg und machst nur V gleich. Ne? Das kommt da immer hinter dem Watch. Ich glaube, so ging das. Ja. Ja? Okay. Okay, so ging das nicht. Watch. Auch nicht. Okay, dann vergiss das wieder. Irgendwo hatte ich das mal gesehen. Ganz am Anfang hatte das jemand so gemacht. Una festa sui prati. Wie geht's vielleicht ja auch? Una bella compagnia. Panini, vino, un sacco di risate. E luminosi sguardi di ragazze innamorate. Ma che bella giornata.
siamo tutti buoni amici. Ma chi lo sa perché domani questo può finire? Vorrei sapere perché domani ci dobbiamo odiare. Incomincia la gara, la battaglia del denaro. Non c'è più tempo né per ridere né per amare. Chi vuol vincere deve saper lottare. Allora amico, un colpo a te e tu ridai. Due colpi a me ed io ridò. Tre colpi a te finché c'è forza per colpire. Fino a che un'altra festa c'è. Nuova festa sui prati. Naja, einmal kann man sich anhören. Compagnia. Panini, vino, un sacco di risate. E luminosi sguardi di ragazze innamorate. No, non deve finire questa bella passeggiata. Deve durare una intera vita. Se c'è una gara è solo quella dell'amor. Allora do una mano a te e tu la dai. Due volte a me ed io la do. Tre volte a te finché c'è forza per amare. Fino a che un'altra festa c'è. Geil, was ist das? Jazz, Rock? Keine Ahnung. Super geil. War er damit ein One-Hit-Wonder oder hat er es soweit gar nicht geschafft damit? What? One-Hit-Wonder heißt, dass eine Band oder ein Künstler einen Hit hatte und dann nie wieder gesehen wurde. Ja, okay, dann nicht One-Hit-Wonder, aber ist er damit irgendwie Platz 1 oder sowas gekommen? Ja, warte doch. Una Festa, also in Italien noch bestimmt. So, in der Schweiz. Der Song ist von 1967. In Deutschland 10 Wochen in der Hitparade. 67, okay, sehr ja. Alt, krass. In Österreich 4 Wochen in der Hitparade. Beide Male bis auf Platz 10 nur gekommen. Da müsste man sich jetzt ansehen, was damals eben dann noch dabei war. Salutation kam auf Platz 4 in der Zeit. Nee, es war 76. Inamorata. Das war aus diesem Online-Mutti-Film, wo sie da, wo er dann unten an der vom Fenster steht. Gecovert von Nino D'Angelo. Den müsste man dafür verprügeln. Bata Illich. Okay, wann war das denn? 1970. Boah. Der hat aber überhaupt keine Platzierung damit.
Kritiken: Aussprache, Stimme, Ausdruck, Gesang, klares Nein. Aber allein das ist Jazz, so wie der da rumgesungen hat, dieses la 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 la. Sehr geil. Ja. Von Bata Ilitsch sehr schön, Mikaela, 1972. Und Schwarze Madonna, ja. Naja. Und hat der nicht auch die Biene Maya gesungen? Es war der Karel Gott. Karel Gott. Ja. Karel Gott. Was für ein Name. Bushido featuring Karel Gott. What? DJ Ötzi und Karel Gott. Wie kann man nur so tief sinken? Und der Mann hat Dings gesungen. Der hat ja auch so ja, Kirchenlieder tatsächlich gesungen, Weihnachtslieder natürlich. Und Amore, Amore. Fand ich ganz schön so, diesen Akzent, aber das hatten die ja in den 50ern, 60ern alle, ne? Gab ja nicht einen deutschen Sänger, der Deutsch sang oder Deutscher war. Die kamen alle aus der ganzen Welt. Skandinavien, Italien, Rumänien, Bulgarien, Russland und sangen alle Deutsch. Frankreich. Mehr die Revivals, Survivals in den 80ern mitgekriegt. Da wo dann die ganzen Adriano Celentano Filme wieder gelaufen sind als Wiederholung oder so. Mhm. So, die in den Querhäusern sind fertig, die Tische. Jetzt muss ich hier mal Screenshots gucken. Im Mittelschiff. Die waren jetzt tatsächlich quer und beginnen her. Ja klar, dass man da vorne durchkommt. So geil.
Also das andere Orchester da, dieses das Orchester Sinfonica de Sinuiju, das ist Sino? deutlich besser. Okay, ich würde aber einfach das Original nehmen. Ich finde keins, das ist das Schlimme. Oh, okay. Hast du eins Hier. gefunden? Ja, Moment. Also die spielen richtig gut, also da kann ich es fast nicht unterscheiden. Also hier hat jemand halt das einfach das Originalalbum hochgeladen, den Soundtrack von 1972. Ich spiele mal den Anfang, ja? Ja. Schauen wir mal, ob es das ist. Also, ne? Ob sich das dann so anhört, wie wir meinen. Okay. Ja, aber das ist ein anderer Song, Das ist glaube ich. der Titelsong, ja. Den könnte ich dann spielen, während ich den Nordturm rauflaufe. Okay, jetzt hat er hier natürlich keine Timestamps reingehauen, der Doof. Man with a Harmonica ist Song 7. Das ist auch so schön mit dem. Das klingt total nach Captain Future, das Huhu. Jetzt brauchen wir noch Pferde, um da die Prärie zu reiten. Ja. So eine Herde. Pferde. Eine Pferde. Eine Pferdeherde. Ob ich das finde. Das ist jetzt ungefähr so lang. Das Ganze ist so lang. Dann 13 Stücke. Dann gehen wir da einfach mal in die Mitte.
großartiger Soundtrack, oder? Auf jeden Fall.
47:11. Das ist ja blöd, da bist du gleich richtig rumgelaufen. Das heißt, das hat, ich war schon das überall. Hat, das ist super. Das weiß man halt nicht, wie die Leute laufen. Damn. Naja, offensichtlich nicht bei der Bombe. Doch, da stand Bang. Boom. Dann lass du doch noch nicht überall. Jetzt wird es auch noch dunkel, jetzt wird es großlicht. Hier habe ich übersehen im Vorbeilaufen. Ja, ich habe es gesehen, wie du vorbeigelaufen bist. Das ist ja einfach. Das würde ich ja nicht direkt hier hin machen. Aua. Pyramide in der Pyramide? Na, weiter geht's noch nicht. Okay. Hast du echt eine in der Pyramide in der Pyramide gebaut? Wie kommst du jetzt auf die Idee? Ja, sieht man doch. Ich stehe doch mittendrin. Achso, nee. Okay. Das ist immer noch dieselbe Pyramide. Okay, ist sie so klein? Nö, das ist jetzt ein. Nein. Okay. Ja, aber schon schick. Also ich habe da jetzt locker ein paar Minuten gebraucht. Ah. Hier geht's in den Technikraum. Nice. Ja, ich muss noch Lampen bauen. Aber guck mal, ich sehe meinen Schatten. Hey, guck hier. Deinen auch. Jetzt. Warte, ich muss mein Licht ausschalten. Hier war's. Ja. Ja, du siehst zwei Schatten. Siehst du das? Die überlappen sich. Nee, ich sehe gar keinen Schatten von mir. Okay, aber du siehst, dass ich deine sehe. Weiter weg. Und erst wenn ich hier stehe, sehe ich den richtigen Schatten. Aha. Aber du siehst bei mir, dass ich deinen Schatten sehe. Sogar zwei. Das ist ganz komisch. Aber es liegt vielleicht wirklich an den beiden Lampen. Also ich sehe den einen von links hinter mir und den von rechts hinter mir. Schwach halt, aber die werden halt einander voneinander ein bisschen geschwächt. Ne? Und da, wo sie sich treffen, wird es natürlich fetter.
hier, jetzt sehe ich das auch. So meinst du. Ich sehe meinen Unterkörper und die Waffe, die ich trage. Genau. Ja, aber das ist der Schatten. Nee, das Licht schluckt den. Siehst du das? Ja. Weil auf der Ecke sieht man mich. Und dann verschwindet mein Oberteil, Oberkörper. Interesting. Von links genauso. Jack. Dafür sieht man die Schatten da hinten. Wie bei Peter Pan. Ja, ich hole meinen Schatten. Sieht ein bisschen scary aus, wie der da an der Wand hängt. So Spider-mäßig. Schön grüner ist es hier. Ja, aber das ist hier der genau, Standardcode. Die hätte auch eigentlich, müsste dasselbe sein. Puh. I survived the dungeon. Stimmt doch gar nicht, du hast die Bombe gesehen, also bist du tot. Hm. Okay. I'm dead. Aber das ist auch böse. Kann man ja gar nicht überleben. Über den Nachthimmel könnte man auch mal ein Video machen. 10 Minuten. Aber es war jetzt sogar witzig, weil es gerade dunkel ist. Dunkel ist natürlich noch cooler da unten. Mhm. Dann blitzt ab und zu noch die Scheinwerfer durch den Boden. Mhm. Du hast zugemacht, ne? Es gibt keine Treppen. Mhm. Und die Felsen da außen, okay? Genau. Ganz rustikal. Ja. Das ist Steinwand, oder? Alles Stein, ja. Wie viel Abgib hast du da? Ich glaube, das ist jetzt bei 30, 40. Hm. Könnt ihr auch erstmal Stein machen? Dann ist es auf jeden Fall schon mal so dunkel. Und dann peu à peu das Metal adden, wie es reinkommt. Also es ist jetzt 40.000 Stein und knapp 3000 Holz und die Wände sind halt Holz. Mhm. Aber die will ich auch so lassen, weil wenn ich es aus Stein mache, habe ich halt die zwei Seiten. Zwei Seiten? Also naja, ja. Ich habe mir überlegt, zum Sparen die äußerste Wand noch zu machen, aber dann kann man sich auch da wieder orientieren, dass es eine Außenwand ist und das will ich auch nicht. Ja, sehr schön. Mhm. Man kann dann zwar immer noch durchgucken und sehen, dass es eine Außenwand ist. Hm. Also das soll schon so
Rätsel, möglichst rätselmäßig bleiben, wie geht halt. Also man kann natürlich auch die Holzwände als Innen- und Außen erkennen, ne? Ja, Die haben das aber X das muss man in. schon. Ja, aber Also, ja, okay, ich habe ja täglich damit zu tun. man muss da schon genauer hingucken, wie jetzt bei den Steinwänden halt. Das stimmt. Also ich finde, hier sind eigentlich eine Menge Bäume wieder gewachsen. Das ist auf alle Fälle, ja. Also auf den hier. Der ist leider falsch. Man muss einfach mal gucken, wie es am Schluss ausgeht, falls du es wirklich schaffst, komplett bis oben mit Labyrinth voll zu bauen. Ich muss jetzt mal gucken, da an der Stelle, wo ich jetzt die Leiter eingebaut habe, bis oben einen Kamin bauen und dort überall Leitern reinziehen. Dass man halt quasi von unten bis oben durchklettern kann, um in jedes Stockwerk schnell zu kommen. Das hilft halt auch beim Bauen, wenn man nicht durch die ganze Pyramide da man durchklettern muss, durch den Weg. Und dann mal gucken. Noch ein paar Gitter einbauen, dass man halt vielleicht durch ein, zwei Stockwerke durchgucken kann. Also so Floor Grills, paar Gittertüren. Floorgold. Ja. Noch so ein paar Gimmicks halt einbauen irgendwie. Eigentlich sollte da, wo die Bombe jetzt liegt, halt eine Schrotflintenfalle stehen, aber da habe ich jetzt auch irgendwie noch keine Lust und Laune gehabt, eine zu bauen irgendwie. Und letztendlich ist ja egal, da kann genauso gut in der Kiste drin stehen, bumm, du bist tot, wie eine Schrotflintenfalle, der Effekt ist derselbe. Man erschrickt sich halt bei der Schrotflinte vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Eine Schrotflintenfalle ist halt cool, weil die hat den Laser nicht, ne? Genau, die sieht man halt nicht und macht keine Geräusche. Und wer weiß, der blöde Ding schießt dann vielleicht wieder durch die ganze Pyramide. Ja. Müsstest du bei der Schrotflinte auch mal gucken, was für einen Bereich der hat. Es könnte natürlich auch sein, dass die dann wieder durch die blöden Holzwände durchschießt. Oder vielleicht erst doch erst, wenn sie einen Direkt sieht, sieht, ja. ja. Jo, die fliegt mal wieder runter. Ja, sehr schön. Halt echt gar nicht so einfach, ein Labyrinth zu bauen. Ich muss gestehen, ich habe es also abgebaut. Ich habe mir eins generieren lassen, aber auch das war nicht ganz so.
passte der Rote doch richtig gut dazu. Unschuldige Holzfäller angreifen hier. Aber dafür bringen sie auch immer Geschenke mit. Also. Wie war? Macht nicht gerne Geschenke. Ja. Schöne Lederhandschuhe. Eine kaum gebrauchte Machete. Wir müssen den Ring mal ausheben, diesen Waffenring. Irgendjemand beliefert die Zombies mit Macheten. Ja, finde ich auch irgendwie skandalös.
So, und wieder auf der Jagd nach toten Bäumen. Ewig keine Tannen mehr abgeholzt. Kammermäßig. Gibt es bestimmt Pluspunkte? Zumindest bei der Tannenfraktion. Oh, glaubst du, dass ich das... Ah, jetzt hat es doch geklappt. Ja. Ich versuche hier gerade ein Schild zu positionieren, damit ich draußen meinen Dungeon bewerben kann. Welcome to my world. Und jetzt baue ich die ganzen Hilfskonstruktionen ab. Wahrscheinlich fällt dann das Schild auch wieder ab. Dann gebe ich auf, dann lass es bleiben. Hängt das Schild? Meinst du, es bleibt jetzt hängen? Ich habe jetzt ungefähr 10 Hilfsteile konstruiert gehabt, um das Schild aufzuhängen. Und jetzt habe ich alle wieder weggemacht, bis auf einen. Mhm. Warum Hilfskonstruktion? Weil es vorher nicht sich platzieren ließ. Vielleicht wären auch 3 oder 4 gegangen, aber ich habe mit Schildern noch nicht so viel Erfahrung.
Blink. Ich werde den Kopter nie wiederfinden. Ich leiste halt rein nochmal. Na, ich weiß schon, wo der ist. Ungefähr nordwestlich von dem Ding hier. Weil ich da irgendwie lang geflogen bin. Lauf da gleich mal wieder hoch. Hatte da Bäume gesehen, eine Herde. Und dann laufe ich immer weit so an den Rand, um dann dem Kopter immer näher zu kommen, wenn ich die weghaue. Nur bin ich diesmal mal wieder viel, viel weiter weggelaufen. Folge einfach der Fährte der toten Bäume. So finde ich Spiele eigentlich am coolsten, so ganz ohne GUI. Weißt du, keine Statistiken, kein Gedöns, keine viereckigen Kästchen irgendwo mitten dran.
Dank. So, siehst du, hier war ich schon.
Nein. Was denn? Nein. Wenn er dich schon angegriffen hat, ist es zu spät, das Zeug wegzuschmeißen. Ja, ja. Um den Felsen rumrennen wäre dann angesagt. Oder mit dem Holz eine Hütte bauen und sich in der Hütte verstecken. Oder keine Ahnung. Aber ich sterbe jetzt auch gleich, wenn ich versuche, meiner Pyramide nach unten zu klettern. In dem Fahrstuhlschacht, den ich gerade gebaut habe. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo mein Bett in der Kirche ist. Ich versuche das mal. Ich habe keine Kippen mehr. Gib mir das mal, Polizeibeamter. Oh, das sieht gut aus. Direkt mal umbenennen. T-Shirt, nee, ein Hemd. Ein Hut, Handschuhe und Bandana. Yay. Ja, und denk an eine Waffe für die wilden Tiere, weil das wäre mir letztens beinahe zum Verhängnis geworden. Jawohl. Die wilden Tiere. Und ess was, ne, dass du auf dem Weg verhungerst. Ja, Papa. Der schneidet nicht, dass er falsch Kontrolle hat. Dann halt nicht. Mein Kind. Schalldämpfer, damit mich keiner hört. Die beschissene Munition. Ja, genau. Ich hatte nämlich keine beschissene Munition dabei in meiner MP5. Eigentlich kam nur ein Zombie, den konnte ich erschießen. Nein. Oh, ich dachte gerade, es wäre die Sonne. Und es wird schon wieder dunkel. Alles gut. Guck mal, hier ist alles leer. Hier hat auf jeden Fall jemand rumgewildert.
ich höre ihn schon wieder. Erinnert man, der kommt halt gerade zurück. Er ist beim Outpost, ich weiß nicht, wo du bist. Water Treatment. Dann kommt er genau auf dich zu. Okay. Also wie gesagt, er ist jetzt gerade beim Outpost vorbei. Mhm. Richtung Water Treatment. Geh einfach runter in den Tunnel oder so. Nö, ich hab alles ausgezogen. Das ist auch gut. Hat halt keinen Platz mehr. Wollt deswegen halt. Ja, deswegen die Hüte bauen, die 1x1. Möglicherweise fliegt er westlich vorbei am Water Treatment, wahrscheinlich ein Ticken. Ich höre ihn gerade über mir. Ja, ist weiter. Tim, wieso stirbst du? Wegen. Weil ich es kann. Akuter Hubschrauberitis. Fünf Minuten zu spät, sonst hätten wir Hubschrauber machen können. Ja, also so gegen kurz vor neun, sag ich mal. Na, noch fliegt er hier rum, ne? Er ist gerade über unseren Turm drüber. Achso. Woher weißt du denn, dass ich gestorben bin? Wenn man das auf der Live-Map sieht, dass du gespawnt bist. Oh. In the middle of nowhere. Hä? Mitten in der Kirche? Ja, das ist ja in der Mitte von irgendwo. Das ist in der Mitte von der Kirche. Naja, okay. Es ist unter der Krypta. Es ist sogar noch unter der Krypta. Vielleicht solltest du vielleicht mal sowas wie einen Sarg hinbauen. Das wäre doch was. Ein Sarg? Hm. Oder so ein Mausoleum oder was weiß ich auch mal. So, Waffe hatte ich nicht draußen, genau. Aber meine Axt. Ja. Das. Warum kommt denn jetzt schon wieder zurück? Was macht denn der für einen komischen Flug wieder? I don't know. Ich würde mal sagen, das fliegt jetzt oben rechts aus der Map raus. Nordosten aus der Map aus. Fliegt raus? Ja. Weil dann kann ich mich wieder anziehen. Moment, meine Mütze hatte ich schon ausgezogen. Wo liegt die denn jetzt? Hat er dich bei dir in der Kirche erledigt oder was? Nö, unterwegs beim Holzfällen. Hast du nicht gehört? Doch. Aber aufs Gute im Kopter gehofft. das ist aber jetzt doof. Meine Schuhe.
Aber wo ist mein Hut? Meine Jacke. Macht ihr welche? Ja, meine Jacke ist weg. Vielleicht hier um die Ecke. Ausdauern suchen, vielleicht finden sie es noch. Ich habe mein MGR auch wieder gefunden. Und ich war fest davon überzeugt, dass es weg war. Vielleicht runtergerollt. Irgendwo runtergerollt, genau. In einen Busch, in eine Kohle, in einen blöden Tannenbaum. Tannenbaum, danke. Da hatte ich nämlich angefangen, mich der Sachen zu entledigen, glaube ich. Oder versucht. Ja, du warst glaube ich, im Dammbaum gestanden, wie du irgendwie deinen Kappe weggeworfen hast oder so. Einfach abhacken den Tannenbaum. Was? Ich hatte mich gerade wieder mit denen angefreundet. Ach so. Selber schuld. Ach so, jetzt habe ich natürlich auch zwei AKs, ja. Jetzt kommt die Banane. Nee, nix. Nix. Jacke und Mütze, aber ich glaube, ich habe eine Mütze im Hubschrauber. Vielleicht aber doch hier runtergerollt. Die Schullagen hier. Naja. Aber als braves Mädchen habe ich ja immer keine Mütze dabei. Und eine blöde Schneejacke. Steht mir überhaupt nicht. Naja, den logischen Aspekt in diesem Spiel irgendwie einzubeziehen wird auch nicht ganz einfach, würde ich sagen. Oh, ich kann eine normale Jacket mit rotem, also rot machen. Eine normale Jacke ist ja von Natur aus rot, oder nicht? Nee, grau. Oder? Irgendwie ist rot.
Auf dem Bild ist sie zwar irgendwie grau bzw. schwarz, aber wenn du die anhast, ist sie irgendwie rot. Na? Jacket. Ist eigentlich grau. Ja, dann zieh sie mal an. Ich kann keine bauen. Ja, Default ist grau. Dann habe ich eine rote und eine Camouflage. Desert. Desert Camouflage. Ich kann doch nicht die Tanne wegmachen. Eigentlich schon, aber nein. Gleich mal 8:30 Uhr. Gleich mal einkaufen gehen und ein paar Telefonate machen. Und währenddessen ein Bild malen lassen. Das auch mal in die Gänge kommt. Dann habe ich hier gleich wieder so eine ganze Reihe von toten Bäumen ihrem eigentlichen Zweck überführt. Ohne dass es hier jetzt aussieht wie auf dem Mars. Eigentlich nix. Und aus Reiter wird Twix, sonst ändert sich nichts. Du kannst den ersten Level vom Dungeon schon bestreiten, wenn du Lust hast, wenn du nachher mal vorbeikommst. Wenn ich auch mal im Spiel bin. Wenn du mal im Spiel bist, genau. Ja. Sollte kein Seitenhieb werden. Standing.
Ich komme wieder, keine Frage. Zocke mit, muss aber erstmal kacken kurz, lol. Ja, komplett. Kannst du machen. Ich bin aber jetzt fort. Aber die anderen sind ja noch da. Kein Problem. Kein Problem. Der eine Gang zu der Lampe hat sich tatsächlich aufgelöst. Ich weiß nicht warum, aber die Lampe schwebt weiterhin da. Da sowieso malen. Hä? Du wolltest doch malen. Ja, ich muss hier aber noch Dings abliefern. Material. Ob ich da drauf springen kann? Dann runterklettern? Versuch macht klug. Ja.
Keine Mütze. Gehst du schon? Ich gehe gleich. Wie gesagt, gleich. Viertelstunde bin ich noch da. Exzellent. Ich komme dann wahrscheinlich wieder, ich weiß noch nicht. Wenn ich nicht wiederkomme, melde ich mich vorher ab. Weil ich meine, es ist Samstagnacht. Nee, Abend. Das fand ich schon immer total irritierend, dass die Leute samstags zu Hause sitzen. Sehr irritierend. Warte mal, jetzt habe ich jetzt kann ich meine Jacke machen. Blöder Zombie. Kommt natürlich immer in den ungünstigsten Moment gegen den Arsch reigen. Ja. Das kommt alles weg hier. Ja, ich bin heute so bis 1 Uhr on. Vielleicht können wir mal PvP zocken. Dann zeige ich dir, wie du gut wirst. Das ist ein Spiel. Wie ich. Süß. Ich musste mir damals extra einen neuen Counter-Strike-Account machen, damit die Leute noch mit mir spielen. Oder gegen mich. So, wie mache ich das denn jetzt hier mit den... das Licht ja nachher auch wieder wegmachen.
So ist gut. Ja. Kommst du denn so wieder? Ich gehe nur schnell einkaufen, eine halbe Stunde oder so. Aber Freunde von mir sind in der Stadt. Und ein paar habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht ergibt sich da noch was. Muss ich mal gucken, aber da sage ich dann noch Bescheid. Wie ist denn die Server-IP? Immer noch derselbe. Such mal nach Bockhorner. Hä? Bockhorner. Oh nein. Nein. Stürzt du schon wieder? Nee, ab. Stürze ab. Immer beim Raustemmen. Ach Mann, ist doch doof. Chef, bin ich noch da? Nope. No? No. Ja, dann nehme ich das doch mal als... gutes Zeichen. Zeichen. Und dann melde ich mich mal. Nee, fängt sich nicht bei mir. 2 Stunden auf Sendung. Dann nehme ich das mal als Omen und bin mal eine halbe Stunde fortstream. Bis später. Conplay, melde dich bei Chef und Tolpan. Ich lasse die Mapse raus. Bis dann. Bis dann. Kopf was Schönes.